Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück zu A Total War Saga Troy mit Diomedes und Ajax. Der Günner ist der Ajax, ich bin der Diomedes. Ich grüße dich, Günner. Ja, grüße dich auch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris. Wir holen uns jetzt mal hier unsere Spezialeinheit und dann werden wir mal gucken, dass wir hier den Merp jetzt noch ein bisschen supporten können. Der wurde ja eben angegriffen. Und vielleicht ist das ja jetzt mal die beste Gelegenheit für uns, einfach mal hinzugehen und uns hier, dass wir uns hier so ein bisschen dieser Sache annehmen, damit der Merp seinen Eroberungsfeldzug da im Norden in Ruhe weiterführen kann. Ich überlege noch gerade, wo ich jetzt am besten an Land gehe. Bei Korinth wahrscheinlich, ne? Bei Korinth denke ich auch, ist der schnellste Weg. Machen wir das nämlich mal gerade. Dann landen wir einmal hier. Und dann gehen wir nochmal schnell in den Gewaltmarsch und können genau 2 Meter weiterlaufen. Wow. Und ne? Ich bin begeistert. Es ist schon spektakulär, was wir hier leisten können. Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Göttlicher Wille, ne? Haben wir da noch irgendwas, was für uns jetzt gerade nochmal sinnvoll ist? Ach, ich würde mir das immer gerne eigentlich zwischen den Runden angucken, aber das geht irgendwie nicht, ne? Verfügbar, Gebet, bla bla bla. Aber es geht um diese Frömmigkeitsstufe, ne? Die Frömmigkeitsstufe kriege ich über die Hekatombe, ne? Genau, oder durch Gebäude. Nahkampfangriff von Keuleninfanterie auf Geschosse und Rüstungsdurchtrinken, Geschossschaden von Wurfspeereinheiten. Eigene Armee der Fraktion. Das machen wir dann, wenn wir kurz davor sind, dann holen wir uns einmal hier die Gunst des Zeus, würde ich sagen. Die sorgt dafür, dass wir ganz gut Bums haben. Und du hast gesagt, Hephaistos ist auch noch geil. Also Hephaistos bringt halt schon einige fette Boni, vor allem was reduziert er massiv die Baukosten. Also du kannst da so was von Rabatte bekommen. Und dann hast du auch noch die Möglichkeit, wenn du einen Tempel des Hephaistos... Wow. Also du hast ja als Ajax so ein spezielles Gebäude, was boostet. Also du kannst das so krank kombinieren aus meiner Sicht. I will not break. Okay, gut, alles klar. Dann, ich habe meinen Agenten nicht bewegt. Ja, gut, aber ich glaube, ich lasse den jetzt auch mal da stehen, weil der erhöht ja meine Ressourceneinkünfte ganz gut, ne? So, und in 3 Runden können wir Frieden mit Thymia machen. Oder mit Thymina, oder wie auch immer sie heißen. Was wir uns auf jeden Fall dann auch mal überlegen sollten, ob wir das dann nicht machen, ne? Wenn die sich auf den Frieden einlassen, in den nächsten 3 Runden. Dann sind wir die nämlich auch los. Ach, Korinth wird gleich wieder rebellieren in 2 Turns. Soll ich da noch so lange warten oder soll ich weiterlaufen? Weiterlaufen ist vielleicht besser, ne? Ja, die Städte da hinten sind mir wichtiger, du. Es ist halt so ätzend, ey. Du kannst machen, was du willst. Diese öffentliche Ordnung ist total im Eimer. Die Garnison ist halt noch nicht so fresh, ne? Das, nicht nur das, sondern du hast halt Schwierigkeiten, halt einfach hier Gebäude zu bauen, die öffentliche Ordnung... Du kriegst Mykene halt nicht, ja. Das ist das Problem da. Das ist echt richtig dumm gemacht, dass du halt, ja, diese Nebensiedlungen halt nicht einfacher Es gibt halt kein Gebäude in der Nebensiedlung, wo du machen kannst, dass daraus ein Bonus auf die öffentliche Ordnung, auf die Zufriedenheit resultiert, gibt es einfach gar nicht. Ja. Das ist halt... Deswegen lohnt es sich eigentlich auch nicht, diese Nebensiedlungen so separiert zu halten. Ne? Aber ich muss irgendwo Nahrung herbekommen. Weißt, ich habe keine Nahrung, das ist das Problem. Ja, wenn du was brauchst, also ich habe 700 pro Runde, ich kann da auf jeden Fall was abtreten, ne? Also falls du irgendwie mal Schwierigkeiten hast oder so. Das Problem ist halt einfach, ne? Du brauchst es halt einfach Nahrung für eine zweite Armee. Für alles und genau. Und ich kann mir gerade in meinem besten Willen keine zweite Armee leisten. Das ist schlicht nicht möglich. Schlacht von Kletor, Zug 17. Haben wir hier ein Tropaion. 2133 Mann Verluste. Argos gegen Ionien. Junge. So, ich brauche noch kein Verteidigungsbündnis Menelaos. Lass mal noch gerade gut sein. Ich bin ja eher gespannt, was diese Feindesfraktion hier jetzt macht. Die Teleboaner.
Tisbe ist übrigens ein mega krasser Ort. Da ist nämlich auch ein besonderer Götterschrein drin. Ich meine, für Hephaistos. Ja, sehr geil, auf jeden Fall. Ich frage mich gerade. Ja, gut. Was ist denn mit Tyrannis los? Ah, okay, gut. Hey, weißt du, die sind halt auch nicht mal vernünftig, die Typen. Die kommen an. Ja, jetzt greift das nächste an. Nee, der Roffel stompt jetzt da komplett durch, du. Wenn die KI ein Angebot macht, dann wollen die immer gleich alles. Weißt du so? Ja, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich sprechen ja diese Hinrichtungen nicht an. Ich finde die einfach so total überzogen. Da gehen die Geschmäcker sicherlich auseinander, aber ich brauche das nicht. Ey, ohne Witz, der hat die Stadt jetzt zerstört halt, ne? Der hat sie einfach nur zerstört. Ohne strategischen Sinn. Da ist keine Armee in der Nähe, gar nichts. Der hat einfach nur die Stadt zerstört. Ja, dann laufen wir weiter, ne? Also ich... Frage, oben lang bei Aegion oder unten lang? Naja, du kannst ja bei Aegidion ja theoretisch, wenn du dann kommst, ja auch noch abzweigen, wenn er jetzt da hochlaufen sollte. Okay, gut. Dann ist das der Weg, den wir gehen werden. Könnte ich halt noch hier so einen Gesandten irgendwie rekrutieren, das weiß ich noch nicht, ob ich das will. So, hier ist Melos. Was wollten wir in Melos machen? Ich krieg da plus 10 öffentliche Ordnung. Das ist ja geil. Durch diese Räuberbande, ne? Weil ich hier eben so eine Räuberbande hatte, da habe ich jetzt Sachen ausgeben müssen wahrscheinlich. Oder war das hier? Na egal. Bauen wir den Hafen, glaube ich, nochmal aus. Oder bauen wir hier noch so ein Gebäude? Lass mal gerade gucken. Wollen wir einen Tempel bauen oder gehen wir direkt auf die Spezialgebäude und bauen mal so ein Fertigungslager? Oder bauen wir ein Ausbildungsgelände? Aber das Ausbildungsgelände, das bringt mir nichts. Hier unten. Ich stationiere ja hier momentan nichts, ne? Wir könnten natürlich auch hingehen und sagen, wir bauen hier noch so ein Leuchtfeuer für die Sichtweite oder wir bauen hier einen Übungsplatz, aber das ist alles auch irgendwie nicht so richtig ganz geil. Wir könnten noch ein Wachhaus bauen, aber das kostet unfassbar viel Stein. Das ist unfassbar teuer. Wir bauen vielleicht dann doch eher ein Gebäude, das uns hier einen Bonus auf Wachstum oder Ressourcen oder so bringt. Ne? Komm, hier, wir bauen einmal diese Lehmziegelhäuser, die sind ja auch nicht teuer. Und dann hier noch einmal diese komische Halle, damit wir hier noch ein bisschen mehr Einfluss in der Provinz bekommen. Und das ist, glaube ich, dann auch erstmal soweit so schlecht, ne? Ja, vor allem so schlecht. Dürre, bekomme ich jetzt auch noch, geil. ja. Minus 10 diplomatische Beziehungen mit allen Fraktionen, dafür kostet meine Armee 10% weniger. Ja, nee, ist klar. Oder ich bekomme 3000 Nahrung. Aber minus 5% Zufriedenheit für 4 Turns. Also das sind minus 20%. Ja, dann nehme ich halt tatsächlich die minus 10 diplomatische Beziehungen auf mich, weil ich brauche das jetzt echt nicht, dass bei mir alles wegrebelliert, ne? Also. Weil ich bin überall so kurz vor knapp. Das finde ich halt gerade eben echt nicht prickelnd. Das mal so zu sagen. So. Ich muss den Spion auch aus der Armee rausnehmen. Der muss eigentlich dann versuchen, hier die Verluste, dem Verluste beizubringen, ne? Den Teleboanern. Ich mache jede Wette, der Odysseus geht jetzt hin und kolonisiert Aroe. Cover the ground. Don't hold back. Weil ihm Aroe aber eigentlich auch gar nichts bringen würde, ne? Ach du Scheiße, das ist so. Oh nein! Die haben berühmte Keulenkrieger in der Stadt. Und Wurfpflanzenwerfer. Oh, Scheibenkleister. Theben, oder wer? Ja, und die haben diese Sparten.
Diese super duper Elite. Oh, das darf nicht wahr sein. Nee, ich withdraw. Zieh mich da zurück, das bringt so nichts. I'll do my duty. Stay together. Das bringt so gar nichts. Da hatte ich auch dasselbe Problem mit, als ich Ajax gespielt habe im Stream, ne? Weil da oben Theben halt diese mega krassen Elite-Einheiten von Ares haben, diese Sparten. Mhm. Und die, ey, ohne Witz, die haben halt einen Nahkampfangriff von über 60, ne? Die machen dich halt einfach nur fertig, ich sag's dir. Wow, okay, ja, krass. You may find. So, dann bist du wieder dran. Ha, zwei Revolten. Ja, Odysseus hat sich Aroe geholt. Mach erstmal die Revolte hinter dir platt. Ja. Weil die Stadt Aegion hat eine Mauer. Da kommen die nicht so schnell rein. Ja, ist klar, dass Odysseus, der alte Lump, sich das holt, weißt du? Ja, weil den auch keiner angreift. Er ist ja eine KI-Fraktion, ne? Ja. Das ist halt eben, ja. Na, warten wir mal ab. Der ist aber nicht, ist nicht mit uns verbündet, oder? Nee, ich habe das bis jetzt eigentlich vermieden, mich mit dem zu verbünden. Okay. Ey, die greifen halt einfach instant an, ne? Also, ja. Ich habe nicht mal die Chance, darauf zu reagieren. Aber weißt du, was das Geilste ist? Also wir müssen das spielen, obwohl ich halt viel mehr Männer habe als... Ja, wow, okay. Und ich frage mich halt, wo diese Streitwägen, aus welchen Löchern die gekrochen kommen. Weißt du, die müssen die über Jahrhunderte in Garagen gezimmert und heimlich aufbewahrt haben. Ja, ja. Ich sag dir, wenn irgendwann mal ein Spiel kommt, das nur so ähnlich ist wie dieses Spiel und macht einfach zwei, drei Dinge besser, dann hat CA ein Problem. Dann haben die echt ein Problem. Oh Mann, ey. Ja, also. Ich geb dir wieder die Fernkämpfer. Ja. Jetzt bin ich bloß im Überlegen, wo wir das am dümmsten machen. Also, ich meine, es wäre natürlich nicht schlecht, wenn er hier langläuft, ne? Da können wir ja ganz gut bei dieser Furt, ne? Da können wir ja ganz gut reinballern. Das Problem ist, du musst hier oben halt eigentlich auch ein bisschen absichern. Weil sonst müssen wir nachher hier über die Furt und das ist auch wieder ungünstig. Das ist halt einfach auch nur so eine riesen Map, ne? Wir machen das am besten wieder so wie beim letzten Mal. Wir lassen die Penner einfach wieder kommen. Was hältst du davon? Ja, ist, glaube ich, legit. Nur, auf jeden Fall müssten wir. Ganz vorsichtig sein beim Verteidigen. Ja, ich gucke gerade nochmal. Da, okay. Ja, wir müssen beim Verteidigen halt entsprechenderweise aufpassen, denke ich. Aber ja, ich bleibe jetzt auf jeden Fall mal noch hier drin mit den Truppen erstmal und dann schauen wir mal, wo er genau hinläuft. Ne? Ja, also ich hoffe halt einfach, dass er jetzt auch wieder seine Streitwagen vorschickt und dabei halt. Ja, dass er dabei schon gut auf die Mütze kriegt. Ja, genau, ja. So, da kommen sie an. Also weißt du, dass es halt auch gleich Streitwagen sein müssen, ne? Das ist halt so übertrieben halt eigentlich. Ja. Das ist die OP-Einheit schlechthin im ganzen Spiel. Genau, ja. Ich spiele ja absichtlich mit so wenig Streitwagen wie möglich, ne? Manch einer denkt sich, hey, spiel doch mit mehr Streitwagen. Aber Leute, das Spiel ist vorbei, sobald ihr Streitwagen benutzt. Wenn ich 4 Streitwagen in meine Armee reinnehme, dann brauchst du keine anderen Einheiten mehr. Das ist dann einfach, kannst du dann auch spielen sein lassen, so nach dem Motto, so ab jetzt habe ich gewonnen. Wieder dodged, ne? Der Mistkerl. Bitte jetzt nicht mehr schießen? Nicht mehr in die rein zumindest. Ja, schießen hier auf ihn. Euer Held wird angegriffen. Junge, warum schießen die denn, bitte?
in die Streitwagen rein. Ich habe denen doch gesagt, die sollen auf die Keulenträger schießen. Streitwagen fliehen. Nice. Ich habe meinen Jungs gesagt, die sollen nochmal aufhören zu schießen. Weil da sind gerade keine guten Ziele. Zieh die Axtkämpfer mal in das Waldstück zurück am besten. Weil da kommt momentan eh nichts lang und dann bist du nicht so gut im Beschuss für ihn. Da kommen jetzt da hinten ein paar Speerkämpfer. Kommt, jetzt werft mal, ihr habt Geschosse. Ihr braucht auch eine Sondereinladung, oder? Zum Werfen. Geh mit deinem Helden raus, wenn sein Held da reinkommt. Ich würde den erstmal gar nicht angreifen, großartig. Hast du auch noch Bock auf den zu schießen, oder tust du nur so, als ob... Warte, lass ihn noch ein bisschen reinkommen. Lass ihn ruhig noch ein bisschen reinkommen. Der Held kommt nicht. Hey, ich meine nicht den Helden, ich meine die Schwerkämpfer. Jetzt würde ich ihn chargen. Ja, ja, ich bin absichtlich so gelaufen. Genau, ja. Also meine Jungs haben übrigens angeblich Wurfspeere, die sie nicht schleudern, by the way. Student of Athena. Okay, machst nicht das, was du sollst, dann mach am besten erstmal gar nichts. Ist da oben diese Infanterieeinheit, ist die down? Ja, ne? Die ist down, ja, ich komme jetzt mit einmal zurück. Ich laufe jetzt da oben durch, ja, ja, genau, komm mit deinen Jungs zurück. Ich schieße nach Möglichkeit hier noch weiter auf seine Speerkrieger mit Schild, weil im Rücken sind die ganz gut verwundbar. Und genau, lass deine Jungs alle zurück und den Spot verteidigen. Ich muss mal so, als würdest du dem hinterherlaufen. Du läufst dann bitte hier lang. So, du läufst jetzt mal hier rum, dann können wir da nämlich nochmal ein bisschen besser in den Rücken schießen. Alter, ey, lauf doch einfach mal gescheit, ihr Penner. So, schieß bitte nochmal auf ihn. Schieß nur auf ihn hier. Und ab, ein bisschen. Ah, du chargst den von hinten. Okay, gut, dann schieße ich von jetzt der nicht Seite. Mit dem Bogenschützen auf ihn. Ja. Nee, du kannst auch von hinten reinschießen. Ich bin bloß von geht der noch, Seite. Ja? Okay, dann schieße ich nur einmal und danach kümmere ich mich dann wieder um seine Fernkämpfer. Hier rüber. So, der rennt weg. Was bitte hier rüber? Was bitte hier rüber? Und mit den Keulenkriegern zurück. Ich finde es halt spannend, dass sie das kaum fertig kriegen, hier liegen Leute wegzumetzeln, ne, mit diesem Chaos. Ja. Oh shit, Alter, der charge jetzt meine. Der charge jetzt die Keulenträger. Junge, beweg dich halt auch mal! Alter! Schießt überhaupt richtig? Irgendwie nicht, ne? Ja, jetzt kleben die da fest, ne? Das kann halt nicht sein. Jetzt muss ich wieder Klick spammen. Wir sind wieder zurück in Rome 1. Auf die Keulenkrieger. Ja, die sind gleich down. Die fliehen, okay. Jetzt versuche ich den General zu töten. Aber der ist natürlich wieder mal Meister darin, meinen General zu töten. Ne? Ja, das ist leider so, ja. Und ich krieg meinen General ist da halt auch einfach nicht raus. Retreat. Ah, jetzt rennt aber sein General auch. Ey, das ist der Hammer. Der hat meinem General noch so einen in den Rücken gegeben. Und auf einmal flieht er einfach mal so random. Weißt du?
verstehe nicht warum, aber er flieht. Ich greife jetzt mal die Fernkämpfer von denen an, weil an denen bin ich jetzt gleich dran. Naja, das sind berühmte Schleuderer, die sind auf jeden Fall ätzend. Ich weiß nicht, warum sein General flieht. Das war ganz plötzlich einfach so. Oh, berühmte Schleuderer, die sind stärker, ja. Ja. Ja, das hat er eigentlich ganz, ganz clever noch gemacht. Der ist nämlich auf einmal in den Nahkampf gegen meine Einheiten gecharged. Und weil ich die im Fernkampf hatte, konnte ich da nicht viel gegen machen. Jetzt laufe ich einmal hoch und schieße den Schleuderern dann in den Rücken. Das wäre gut, ja. Eure Krieger sammeln sich. Du hast ja noch mal ein paar Schleuderer bekommen. Ja, danke. Ich hab's auf dem Schirm. So, jetzt schießt mal, Kinder. Der Sieg ist zum Greifen nah. Nice. Jawohl, ja. Die sind zerstört. Jetzt flüchtet alles, ja. Wir haben es geschafft. Aber ich verfolge jetzt nochmal ganz, ganz kurz, weil irgendwie muss ich ja... Also der Gen, dass ich den halt einfach nicht krieg, ne? Und mein Gen, der rennt auch einfach wie so ein aufgescheuchtes Huhn einfach nur durch die Gegend. Der hat eine Geschwindigkeit von 23. Meine haben viel mehr. Sie kriegen ihn nicht. Sie kriegen ihn nicht, die haben viel mehr Geschwindigkeit. Du kannst Einheiten nicht verfolgen in dem Spiel, das geht nicht. Also das habe ich schon, das habe ich auch schon bei der, das habe ich glaube ich schon bei der Beta moniert. Die Einheiten treffen, die treffen beim Verfolgen nicht. Ich mag es also, auch, du brauchst, ja. Du brauchst entweder zum Verfolgen Streitwagen oder Zentauren. Sonst kannst du nicht wirklich effektiv verfolgen. Du kannst, also Generäle sowieso halt, also Generäle kannst du nicht verfolgen, ne? Also man merkt, dass in diesem Spiel eine Sache anders ist. Also ich glaube, das Problem mit dem Verfolgen oder generell mit dem für viele Einheiten ist ja diese Stickiness, ne, diese Klebrigkeit. Mhm. Und ich glaube, die haben in diesem Spiel diese Klebrigkeit mega krass runtergefahren und deswegen ja. Kannst du nicht mehr verfolgen. Währenddessen ja. Bei anderen Spielen funktioniert das ziemlich gut, aber dafür kommst du dann mit Einheiten nicht mehr aus Nahkämpfen raus. Ja, aber genau, das Problem halt hier ist, dass ist auch schon das ist auch ein altes Problem, die Einheitenkollision wird halt nicht richtig berücksichtigt, ne? Ja. Also ja, du kannst die ja das sieht man nicht, halt ja. Eben, das sieht man halt auch sehr gut an den Streitwagen, ne, weil du kannst halt einfach durchrennen. Ja. Ne? Und ja. Die so, soll ich die den einen Typen da jetzt freck machen? Nee, mach erstmal das andere, awesome. Weil ich glaube, der eine Typ da, der braucht jetzt eine Weile. Das andere heißt die Truppen für vor Aegion, oder? Genau, Aegion. Okay. Dann machen wir Folgendes. Dann... Warte mal, könnte ich ein Attentat auf den ausführen? Ich könnte sagen, Rivalen ermorden. Ich habe aber nur 5... Chance auf Attentat 3%. Ja, das ist nicht so geil, ne? Okay, dann... und wenn ich hier jetzt hingehe und sage, Brunnen vergiften? 45%? Okay, naja, versuchen wir das einmal. Fehlschlag, danke Spiel, okay. Also ich bin gerade eben echt wach, weil ich hatte ja diese Schwertkämpfer, diese, und die haben kein einziges Mal ihren Speer geworfen. Ja. Ich muss das jetzt gleich nochmal beobachten, aber kann das sein, dass das bugged ist? Kann sein. Also kommt halt natürlich immer drauf an, wie die Einheiten stehen und wie das Terrain so vor denen ist und so. Ja. Nein, es war ja gerade eben offen. Ich habe mich ja absichtlich in den Rücken der Einheiten gestellt, die gekämpft haben, und habe gewartet, dass sie endlich werfen. Und es wurde zwar angezeigt, dass sie, also dieses Bogensymbol, aber die haben nichts gemacht. Die haben nichts gemacht. Ich verstehe es nicht. Setting off. For Akia. Musste gerade niesen, sorry. Gesundheit. Der Nieser des. Der Nieser des Todes, ey. Okay. heutzutage muss man mit solchen Sprüchen aufpassen. Ja, ja. Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Okay. Gut, ich baue noch schnell meine Städte aus. Duty and honor. Ja, eigentlich sollten wir hier auf jeden Fall ausbauen. Ne? 190 Gold kostet das, Alter.
Vielleicht machen wir ansonsten hier erstmal diesen Hafen, hä? Der kostet 1300 Holz. Das ist halt bei weitem nicht so teuer, ne? Oh, königlicher Erlass verfügbar. No, das habe ich vergessen. Kann ich aber jetzt vielleicht noch irgendwie auswählen, oder? Minus 12% Baukosten aller Produktionsgebäude fraktionsweit halte ich für eigentlich ganz gut, ne? Warum ist eigentlich die Fraktion Elis jetzt plötzlich in meinem Land unterwegs? Und führt Agentenaktionen gegen mich aus? Frag mal nur so. Die KI macht das immer, das ist einfach nur mega doof, ja. Nein, aber wir sind noch mit einer Armee da. Ja. Oh, da haben wir wieder eine Schlacht. Ich würde aber mal sagen, das kann ich berechnen. Knapper Sieg reicht mir. Attack the foe! Als ob der dann auch so nach oben gucken würde, ne? Also ja. Jetzt mal ernsthaft. Okay, dann köpft mich halt. Das ist schon schräg zugegeben. Also ein bisschen übertrieben auf jeden Fall. Take what you can carry. So I improve. So, das habe ich jetzt mal geplündert und besetzt. Brachte mir nochmal ein bisschen Nachschub. Ablehnzeit von aktiven Fähigkeiten, Waffenschaden verbessern. Hm. 100% mehr Beute nach einem Hinterhaltsgefecht. Nice, das klingt gut. Aber Hinterhalt halt nur, ne? Und nicht. Ich nehme mal hier mehr Dominanz, Führung des Poseidon. Mehr Dominanz durch Ziele der Art Hauptsiedlung einnehmen und 50% mehr Beute durch Hauptsiedlung einnehmen. Das kommt mir irgendwie gut vor. So, jetzt habe ich hier mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt zum Beispiel mit Thymna mal hier so eine Dominanzkiste machen. Wer war denn nochmal mit Thymna? Das sind die, mit denen wir in Runde 22 Krieg hatten. Haben wir jetzt schon 32? Nee, wir sind Runde 31. Du musst dann eine Runde warten, auf jeden Fall. Das ist doch einfach nur unfassbar. Broken. Nein, das ist einfach so nervig. Weißt du, jetzt muss ich 10 Runden warten. Ja. Oder weißt du was? Ich würde es gerne mal ausprobieren am Ende der Folge, Leute. Wir haben es. Ja, aber ich sag's dir, du bist danach. Du kriegst einen Hit auf deine Diplomatie. Also wahrscheinlich halt nicht so krass, deswegen aber. Deswegen speichere ich jetzt und wenn das jetzt passiert, laden wir für die nächste Folge die Situation. Weil ich will das jetzt wissen, Leute, ob das auch für meine Dominanz, ich meine, das ist ja meine ureigene Spielmechanik, ob das dafür auch der Fall ist. Wir sind bis jetzt gerade eben hier noch felsenfest, ne? Just saying. Und jetzt mache ich einfach mal das hier mit Thymna. Ich zwinge den jetzt hier diesen Frieden auf. Mache noch eine Dominanzkiste draus. Das Lustige ist, dass ich sie halt nicht unterjochen kann. Ne? Also ich kann nicht sagen. Das Lustige ist, das funktioniert halt einfach vorne und hinten nicht. Na, ich habe momentan plus 29,6. Und wenn ich dann noch hier den Nicht-Angriffspakt mit reinnehme, dann ist es schon bei minus 9. Also das funktioniert. Das erinnert mich so ein bisschen. Bei Three Kingdoms gab es doch auch so eine ähnliche Spielfunktion, dachte ich. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, du meinst den Cao Cao, ne? Der kann doch auch irgendwie ein Druckmittel oder irgendwie sowas einsetzen, um seine diplomatischen Verträge irgendwie durchzusetzen. Oder war es Cao Cao? Aber ich glaube, es war Cao Cao. Ich probiere es jetzt mal gucken, was passiert. Also, da kommt jetzt übrigens, eigentlich müsste eine Warnung kommen. I will make do. Ich bin immer noch felsenfest. Ja, dann ist ja gut. Dann passt dann betrifft das. Es das anscheinend nicht oder es zählt für mich nicht. Kann auch sein, weil wir den Krieg nicht erklärt haben, dass das deswegen früher geht. Aber dann ist es ja umso verwirrender. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ja, also ich bin mir nicht. Also, ich,
ich meine, es kann halt sein, weil die uns den Krieg erklärt haben, dass diese 10 Runden Sperrfrist nicht gilt. Tja. We might as well try talking. For what it's worth. Ah ja, stimmt, doch, genau. Und genau das ist nämlich das Ding, wenn du nämlich, sorry, ja, ich habe das auch vorhin falsch erzählt. Wenn du nämlich im Krieg startest mit einer Fraktion in diesem Spiel, dann wertet das Spiel das so, als ob du in Runde 0 gewissermaßen den Krieg erklärt hättest. Mhm. Und deswegen kannst du innerhalb der ersten 10 Runden keine Friedensverträge schließen, ohne einen Hit auf deine Diplomatie zu bekommen. Zum Beispiel. Also ich muss jetzt einfach mal ganz, ganz kurz mal loswerden. Diese Dominanz, zumindest auf Veteranen, funktioniert null. Weil ich stelle gerade eben fest, ich kann diese Dominanz, das sage ich jetzt am Ende der Folge, nur dann benutzen, wenn der Gegner schwach ist. Aber das ist immer der Moment, wo die sowieso schon um Frieden betteln. Das ja, heißt, ich kann dann nochmal, wo die schon einen +4er Frieden machen, also grün +4%, ne? Kann ich noch einen +26er draus machen, aber aus diesem +26er kann ich nichts mehr rausholen, weil die mich so sehr trotzdem hassen, dass ich nichts aus ihnen herausfordern kann. Also, dass sie mir irgendwas geben. Weil die Kosten dafür so absurd hoch sind, dass es also bis jetzt ist es eine völlig sinnlose Spielmechanik. Zumindest auf der sehr hohen Spiel. Zumindest auf Veteran. Ich weiß nicht, wie es auf Normal ist. Da kann es sein, dass die Dinger anders sind. Aber ihr seht ja, was hier los ist. Ne? Also ich kann da halt nichts rausholen. Ja. Schreibt mir mal eure Erfahrungen, Leute, falls ihr dasselbe gespielt habt, mal in die Kommentare. Gerne auch beim Günner, wenn ihr beim Günner zuguckt. Mich würde das interessieren. Ja, mich würde es auch interessieren, auf jeden Fall. Wie ihr das genutzt habt. Genau. Falls ihr es genutzt habt überhaupt. Ne? Richtig. Also. Bis zum nächsten Mal. Ne? Haut rein. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete.